Heute möchte ich euch das Leben von Kaiser Wilhelm II. In 9 Minuten erzählen. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Der spätere Kaiser Wilhelm wird am 27. Januar 1859 in Berlin geboren. Es ist eine schwierige Geburt. Sein linker Arm wird bei der Geburt dauerhaft geschädigt, ist verkürzt, kann auch nicht so gut bewegt werden. Seine Mutter Victoria empfindet es als furchtbar, dass sie keinen gesunden Sohn auf die Welt gebracht hat. Und man tut alles, um das Problem zu beheben. Zum Beispiel werden dem kleinen Kind Metallgerüste am Arm umgeschnallt, damit der Arm wieder in bessere Form kommt. Aber es gelingt nicht wirklich. Sein Vater ist Friedrich Wilhelm von Preußen, der spätere Friedrich III. Und seine Großmutter, die englische Königin Victoria. Entfernt ist er nicht nur mit dem englischen Königshaus verwandt, sondern auch mit dem russischen Herrscherhaus. Es ist eine eher unglückliche Kindheit. Seine Eltern erziehen ihn teilweise, lassen ihn durch einen Lehrer erziehen. Die Erziehung des Lehrers ist sehr, sehr streng. Er besucht aber auch ein normales Gymnasium in Kassel. Seine Eltern sind liberal eingestellt, wollen, dass er auch ein normales Gymnasium besucht. Er macht da Abitur. Und danach studiert er allerdings sehr viele unterschiedliche Fächer. Recht, Ökonomie, Geschichte, sogar Naturwissenschaften. Zusätzlich soll er die Verwaltung kennenlernen und er bekommt auch eine militärische Ausbildung. Alles, was er später als Kaiser, man weiß ja, dass er schon Kaiser werden wird, dann braucht. Und bereits mit 29 Jahren muss er die Herrschaft antreten, Kaiser werden. 1888, sein Großvater ist in diesem Jahr gestorben und auch sein Vater nach 99 Tagen Herrschaft an Kehlkopfkrebs. Und dann mit 29 Jahren ist dann der Ernstfall eingetreten. Er wird Kaiser. Schon zuvor hat er Auguste Victoria geheiratet. Die beiden führen eine doch glückliche Ehe, bekommen 7 Kinder, 6 Jungs und nur ein Mädchen. Es ist ein Land voller Gegensätze, das Kaiserreich. Zwischen Stadt und Land, Land agrarisch geprägt, Stadt immer mehr Industrie, immer mehr Menschen, die auch in die Stadt ziehen, dort in der Industrie dann arbeiten. Zwischen Protestanten und Katholiken. Zwischen dem Monarchen und dem Parlamentarismus. Also Kaiser Wilhelm, der Adlige, der Monarch, der eigentlich immer noch auch den Reichskanzler ernennt, der die Macht hat, aber das Parlament, das mächtiger wird. Vor allem auch die Sozialdemokraten, die immer mehr Stimmen bekommen. Natürlich das Dreiklassenwahlrecht, wo reichere Menschen bevorzugt werden, sorgt immer noch dafür, dass die Sozialdemokraten klein gehalten werden. Aber sie bekommen immer mehr Stimmen und es gelingt ihnen auch immer mehr, ihre Ideen zur Geltung zu bringen. Frauen beispielsweise dürfen aber noch gar nicht wählen. Also man kann nicht von der wirklichen Demokratie sprechen. Es sind die Anfänge. Bismarck wird dann als Reichskanzler entlassen. Der große Bismarck, der schon unter dem Großvater von Kaiser Wilhelm II., Kaiser Wilhelm I. gedient hat, dann unter seinem Vater Friedrich III., der eigentlich dachte, den nächsten Kaiser werde er auch lenken können, aber er ist alt geworden und Kaiser Wilhelm II. Möchte auch selber mehr bestimmen. Wie es in der berühmten Karikatur heißt, der Lotse geht von Bord. Arbeitsschutz wird wichtiger. Ein Verbot von Kinder- und Sonntagsarbeit. Höchstarbeitszeit wird eingeführt. Die Sozialdemokraten fordern natürlich mehr. Aber es ist ein Anfang. Die Flotte wird aufgerüstet. Wilhelm II. War sowieso ein großer Fan des Militärs. Von England wird es als Bedrohung wahrgenommen. Und Bismarck hatte immer darauf geachtet, dass Deutschland, also das Kaiserreich, beispielsweise mit Russland Verträge schließt oder mit Großbritannien, um Frankreich, die nach dem verlorenen deutsch-französischen Krieg auf Rache sinnen könnten, zu isolieren. Und unter Kaiser Wilhelm gelingt das nicht mehr so richtig. Deutschland ist unter den Großmächten eher isoliert. Das ist ein großes Problem. Auch die Kolonialpolitik des Kaiserreichs ist ein großes Problem. Es kommt zu Krisen, beispielsweise in Marokko, zu Streitigkeiten mit Frankreich. Und insgesamt muss man auch sagen, die Kolonien waren für das Kaiserreich eher ein Problem als Nutzen, weil sie bringen relativ wenig, schaffen aber viele Konflikte. Und man ist auch sehr spät dran, bekommt eigentlich nur noch unbedeutende Kolonien. Es gibt aber auch große Fortschritte. Einmal ist es einfach deutlich, der Lebensstandard steigt durch bessere medizinische Versorgung, durch mehr Hygiene. Kaiser Wilhelm unterstützt es auch, ist ein großer Fan von Forschung, vor allem auch von Technik. Die Röntgenstrahlen werden erfunden. Ein
selbsttätige Waschmittel. Klingt erstmal irgendwie primitiv, aber die Wäsche musste jetzt nicht mehr auf einem Waschbrett gerieben werden, sondern konnte einfach gewaschen werden. Luftschiffe werden erfunden. Zur damaligen Zeit ein Riesenspektakel. Weißt aber auch, dass Kaiser Wilhelm unglücklich kommuniziert. Beispielsweise in der Daily Telegraph-Affäre, einem Interview mit einer englischen Zeitung. Er möchte eigentlich England die Ängste nehmen, dass das Kaiserreich irgendwie England bös gestimmt wäre. Allerdings empfindet England dieses Interview eher so von oben herab, als würde da einer auf sie heruntergucken. Und in Deutschland wird es als zu englandfreundlich empfunden. Es ist ein Riesendesaster und der Kaiser muss erst einmal Zurückhaltung dann an den Tag legen, weil er eben so unglücklich kommuniziert hat. Am 28. Juni 1914 kommt es dann zum Attentat auf den Erzherzog Franz Ferdinand, den österreich-ungarischen Thronfolger, durch serbische Nationalisten in Sarajevo. Kaiser Wilhelm unterschätzt die Lage, erteilt Österreich-Ungarn einen Blankoscheck, um gegen Serbien vorgehen zu können, also sichert seine Unterstützung zu. Und er geht auch auf Reisen nach Norwegen. Er wird sowieso der Reisekaiser genannt, ist im Sommer immer unterwegs, meist in Skandinavien. Am 28. Juli 1914 kommt es dann zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Österreich-Ungarn hat Serbien den Krieg erklärt. Und weil die Großmächte, die europäischen Großmächte, also Russland, Vereinigtes Königreich, das Deutsche Kaiserreich, Frankreich, alle mit Bündnissen dann da hineingezogen werden, kommt es eben sofort zum Weltkrieg. Deutschland ist ziemlich isoliert, hat nur Österreich-Ungarn von den Großmächten auf seiner Seite. Italien, was eigentlich auch verbündet ist, kommt seinen Bündnisverpflichtungen nicht nach. Und dann ist es eben gegen Frankreich, gegen Großbritannien, gegen Russland ziemlich auf sich allein gestellt. Der Kaiser hat keinen sehr großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Vielleicht ist er am Anfang auch etwas erschreckt. Er hat zwar immer aufs Militär gesetzt, aber den Krieg wohl nicht gewollt. Es wird ein schwieriger Krieg für das Deutsche Kaiserreich mit den zwei Fronten, Russland und Frankreich. Der Erste Weltkrieg geht dann fürs Kaiserreich verloren und das, obwohl Russland sogar kapitulieren muss oder zumindest einen Waffenstillstand vereinbaren muss, weil bei ihnen die Revolution ausgebrochen ist. Aber Frankreich erweist sich dann mit Hilfe von Großbritannien, mit Hilfe von den USA, die dann auch in den Krieg eingreifen, als zu stark. Und das Kaiserreich muss kapitulieren. Die USA fordern auch ultimativ die Abdankung des Kaisers. Er hat auch im eigenen Land kaum noch Rückhalt, flieht schon kurz vor Kriegsende dann von Berlin nach Belgien ins Quartier der obersten Heeresleitung, die er noch am ehesten als loyal einschätzt. Aber er muss dann abdanken. Es wird die Republik ausgerufen, die Monarchie wird beseitigt. Und Kaiser Wilhelm flieht ins Exil in den Niederlanden, wird da aufgenommen, wird auch nicht an die Alliierten oder an die Amerikaner, an die Briten oder an die Franzosen ausgeliefert, kommt nach Haus Dorn in den Niederlanden. Hier wird er seinen Altersruhewohnsitz haben. Stets auf Rückkehr hoffen, vor allem dann, wenn in der Weimarer Republik wieder Krisen sind, dann hofft er wieder, dass er als Monarch wieder gerufen wird. Passiert aber nie. Er wird nochmal heiraten, nachdem seine erste Frau dann stirbt. Seine zweite Frau Hermine will er heiraten. Und er ist ein alternder Monarch, aber bei guter Gesundheit. Im Wald oder im Park tut er dann Holz hacken, also Bäume fällen. Der Park wird ganz kahl, weil er so viele Bäume fällt, auch aus Fitnessgründen macht er das. Und er stirbt dann im recht hohen Alter von 82 am 4. Juni 1941 in Dorn an einer Lungenembolie. Das war die Geschichte des letzten deutschen Kaisers. Bis nächsten Dienstag.